Ich habe mir mehr als 10.000 Follower bei Instagram gekauft. Hallo meine lieben Rotfüchse und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Jenny. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das Thema Instagram-Follower kaufen. Und ich möchte mit euch gerne offen und sachlich darüber diskutieren, wieso ich das getan habe, wieso ich Follower gekauft habe und warum es mir aktuell so ein bisschen das Bein bricht. Ich fange damit an, dass ich circa vor einem halben Jahr gemerkt habe, mein YouTube und mein Instagram-Kanal, es funktioniert nichts, es kommt nichts voran. Ich habe irgendwie immer weniger Aufrufe auf YouTube und mein Kanal verläuft sich oder geht so ein bisschen den Bach lang runter. Das gleiche Phänomen habe ich auch bei Instagram gemerkt. Es wächst nur langsam und ich möchte gern, dass etwas passiert, um schneller voranzukommen, um schneller berühmt zu werden, um schneller erfolgreich zu werden. Also habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie schafft man es, eine schnelle Reichweite auf Instagram zu bekommen. Und bin natürlich auf das Thema Instagram-Follower kaufen gestoßen. Und habe dann auch ganz schnell bemerkt, dass das ganz gut geht. Ich habe angefangen mit 1000 Follower. Um dazu zu sagen, ich weiß nicht, ob ich irgendwo ein Bild habe, was meine Ursprungszahl an Abonnenten war bei Instagram. Und ich weiß es auch 100% nicht mehr ganz genau. Ich werde aber euch definitiv hier irgendwo Bilder nach und nach einblenden, wie sich meine Abonnentenzahl verändert hat. Und ich glaube, ich hatte so 1500, 2000 Follower am Anfang. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Meine Höchstzahl war dann, glaube ich, 11.000 oder 12.000 Follower, als ich mir Follower gekauft habe. Und ich habe es aus dem Grund gemacht, weil man in Stories, ihr kennt ja bestimmt schon diese ganz großen YouTuber und ganz großen Leute, die sagen, hey, wisch doch mal meine Story hoch und ihr kommt sofort auf diesen Link. Und ich dachte, das wäre doch eigentlich total genial, wenn ich das auch hätte und ich auch so schnell meine Leute auf meine Videos umleiten könnte, ohne zu sagen, hey, geht doch mal auf meine Biografie und klickt doch dort mein Video an, weil wer macht das heutzutage? Es geht keiner mehr auf irgendein Profil und klickt sich das dann an. Beziehungsweise nicht viele. Und auch viele wissen gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Das Ganze wäre also eine Vereinfachung meiner YouTube-Arbeit gewesen. Und das war so der Hauptgrund damit. Außerdem wollte ich schnell Reichweite haben. Ich wollte berühmt werden, ich wollte gesehen werden und dachte mir, ja, die Leute werden mich erst toll finden und mir folgen, wenn ich viele Follower habe. Was man aber nicht dabei bedenkt, ist, dass diese Follower alle fake sind. Es gibt Stufen zwischen Follower und Follower. Wenn man sich Instagram-Follower kauft, kann man unterscheiden in ausländische Follower, in deutsche Follower, in männliche Follower, in weibliche Follower und so weiter und so fort. Man kann sich also genau zurechtlegen, was ist meine Zielgruppe und wen möchte ich erreichen. Und ich habe anfangs sehr billige Follower gekauft, weil ich dachte, oh ja, ich brauche viele, also her damit, mir egal, was für eine Qualität die haben. Sorry Leute, die Speicherkarte war voll. Also ich habe angefangen damit, mir erstmal 1000 Follower zu kaufen, weil ich dachte und auch überall gelesen habe, dass Instagram mitbekommt, wenn Leute sich Follower kaufen und das alles ein bisschen auffällig ist und die Leute dann löschen. Und ja, ich hatte total Angst, dass mein Kanal gelöscht wird, weil die 2000 Follower, die ich damals hatte, die habe ich mir mühsam erarbeitet und das waren alles echte Follower. Dann habe ich aber gemerkt, okay, das reicht mir noch nicht. Ich will nicht nur 1000 mehr. Ich will wirklich diese 10.000 erreichen, um diese Swipe-Up-Funktion zu haben. Und habe alles gegeben, um mir Follower zu kaufen, die natürlich keine große Qualität hatten. Und ich habe dann mitbekommen, dass das auch echt cool war. Ich hatte dann wirklich eine Woche oder zwei Wochen, ich glaube sogar fast einen Monat, diese Funktion mit Upswipen und 10.000 Follower und dies und das. Aber ich habe schnell gemerkt, dass die Zahl der Follower wieder sinkt. Ich habe dann nochmal 1000 oder 2000 Follower nachgekauft und habe es dann stehen gelassen, weil ich gesagt habe, stopp Jenny, was machst du hier eigentlich? Du belügst die Leute, du machst total einen auf Fake und bist total bescheuert, was du hier machst. Das ist nicht das, was du willst, du möchtest die Leute nicht verarschen. Also habe ich es einfach so stehen lassen. Irgendwann, ich glaube, es ist nur drei, vier Leuten
so richtig aufgefallen und die haben mir dann geschrieben, du Jenny, was ist da passiert? Warum hast du auf einmal so viele Follower? Und denen habe ich das dann natürlich auch erklärt und im Endeffekt fühle ich mich total schlecht damit, weil ich total falsche Tatsachen vortäusche und mein Kanal oder mein Instagram geht gerade den Bach runter. Ich verliere manchmal am Tag über 100 Follower und es sinkt und sinkt und sinkt. Und ich würde gerne mir wünschen, dass ich das alles rückgängig machen könnte und meine Ursprungs-Follower-Zahl wieder hätte. Weil aktuell haben diese ganzen Leute meinen Kanal abonniert. Und ich glaube halt auch, dass Leute, die mir wirklich folgen wollen, dadurch gar nicht so viel Einblick in meinem Profil bekommen. Weil man bekommt ja immer diese, der und der hat ein Bild hochgeladen oder der und der hat eine Story hochgeladen. Und ich glaube, dass dieser Algorithmus so ein bisschen gestört ist, wenn man ganz viele Follower hat. Und dass das nicht alle sehen können. Ich weiß nicht, ob alle von euch meine Stories oder meine Beiträge sehen können, die ich hochlade. Dadurch gingen mir natürlich auch die Likes verloren. Ich hatte dann zwar 10.000 Follower, aber nur 200 Leute, die mein Bild geliked haben. Und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Weil jemand, der 10.000 Follower hat, der hat mindestens 1.000, 2.000 Likes auf seine Bilder, wenn man das mal realistisch betrachten möchte. Und ich habe gemerkt, das ist alles nur noch fake und das wollte ich schon so lange aussprechen, weil das mich so sehr belastet, weil ich das Gefühl habe, ich täusche etwas vor, was ich gar nicht bin. Ich bin keine Riesen-YouTuberin, ich bin kein Riesen-Instagram-Star, weil ich 10.000 Follower habe oder so. Das ist fake, bin nicht ich, das ist unrealistisch. Und ich habe auch total Angst, dass Instagram irgendwann jetzt, wo das Video rauskommt, sagt so, ja, wir löschen dich. Und für diesen Fall habe ich auch schon einen zweiten Account erstellt. Einfach nur aus der Angst heraus, dass ich meine YouTube- und Instagram-Existenz verliere. Ich meine, bei YouTube habe ich mir keinen Schmuh erarbeitet. Alle meine Follower bei YouTube und alle angesehenen Klicks bei YouTube sind echt. Ich habe da mittlerweile über 500.000 Leute, die meine Videos angeklickt haben und bin da total stolz drauf, auch auf meine Community und dass meine Videos aktuell so gut laufen. Und ich wünsche mir einfach, dass alles so eine Ebene findet und ich einfach echt, echt werde und echt bleibe. Und deswegen wollte ich dieses Thema mit euch total gerne bereden und möchte euch einfach aufklären, dass vieles, was so auf Instagram und so passiert, fake ist. Gerade große Kanäle kaufen sich auch sehr, sehr gerne mal Follower ein, einfach um mehr Reichweite zu bekommen. Auch Leute, die gerade neu durchstarten bei sonst welchen Reality-Formaten, ich möchte jetzt hier keine Reality-Formate irgendwie crashen oder so, die kaufen sich am Anfang Follower, damit die Leute sehen, boah, der hat schon so viele Leute, die den folgen, das kann ja nur ein interessanter Kanal sein. Also folge ich denen auch. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch ganz oft überlegt, kaufe ich mir Likes, kaufe ich mir keine Likes. Und ich mache seit circa 2 Monaten es immer so, dass ich, wenn ich ein Instagram-Bild hochgeladen habe, dass ich es finanziere, damit es mehr gesehen wird und mehr Klicks bekommt. Also ich versuche halt damit meine Klicks irgendwie höher zu halten, damit es so aussieht, als ob ich wirklich so viele Follower habe. Und das ist alles ziemlich erlogen und gestunken und erlogen. Und ja, ich wollte einfach mal Tacheles mit euch darüber reden und möchte nochmal dazu sagen, dass ich keinem auf der Welt empfehlen würde, Follower zu kaufen. Das ist für den ersten Moment total genial, weil du siehst, dein Kanal hat so eine geile Reichweite, aber die Klicks bleiben trotzdem aus. Es folgen dir dadurch nicht mehr Leute und es kommt auch nicht mehr rein. Und wie gesagt, mein Kanal sinkt gerade jeden Tag über 100 Likes weniger. Und ich hoffe einfach irgendwann mal anzukommen und zu sehen, alles klar, jetzt geht er wieder nach oben. Jetzt sind das Leute, die mir folgen, die mir wirklich folgen, weil sie interessiert an meiner Story sind, an mein Leben und alles, was mich ausmacht. Ich gebe mir auch sehr viel Mühe zurzeit mit meinen Bildern. Die sind zwar manchmal nicht qualitativ hochwertig, aber ich versuche immer ganz viel in meinen Text mit reinzustecken, um Leuten etwas mitzugeben. Und deswegen möchte ich euch nochmal mitgeben, kauft euch keine Follower, die gehen alle wieder verloren. Seid echt, seid real. Und wer euch folgt, der folgt euch. Und wer nicht, der nicht. Das ist alles nur eine Fake-Scheinwelt. Und ich glaube, viele von euch, die da sich schon mal mit beschäftigt haben, sind immer wieder am Überlegen, kaufe ich es jetzt oder nicht? Und vielleicht rüttelt euch dieses Video ein bisschen wach. Und ihr seht, dass es alles nur Schein
Das ist alles nur mehr Schein als Seines oder mehr Sein als Schein oder was weiß ich wie. Und wie gesagt, ich habe mich dadurch selber belogen. Ich hatte das Gefühl, boah, aus mir wird jetzt was. Ich habe mich total selber belogen und war total realitätsfern. Und ja, es war nicht echt. Ich war nicht echt. Und ich möchte echt sein. Ich möchte eine echte Person sein. Ich möchte jemand sein, der da ist. Und wie gesagt, mir ist auch so ein bisschen die Spaß an allen so verloren gegangen dadurch. Weil ich halt sehe, es geht nur bergab gerade mit meinem Kanal. Also mit meinem Instagram-Kanal. Hier auf YouTube kann ich sehen, jeden Tag, ich habe immer mehr Likes, immer mehr Klicks, immer mehr Abonnenten. Ich freue mich richtig. Aber auf Instagram, das ist eine einzige Ruine. Und ich bin echt am Überlegen, lösche ich meinen Kanal, also lösche ich meinen Instagram-Kanal oder nicht und fange nochmal bei Null an. Was würdet ihr mir raten? Wie würdet ihr entscheiden? Soll ich das Ganze jetzt erstmal ausharren lassen, bis es dann irgendwann soweit ist und ich vielleicht gelöscht werde oder irgendwann meine Zahl wieder übereinstimmt? Ich weiß es gerade überhaupt nicht und lasst mir doch eure Meinung da. Habt ihr auch schon mal überlegt, Follower zu kaufen? Oder wie es wäre, mehr Likes auf eure Bilder zu haben? Einfach nur durch ein bisschen Geld? Dann lasst es mich doch in die Kommentare wissen. Und falls euch dieses Videoformat gefällt und ihr noch mehr Infos darüber haben möchtet, wie ist das mit Instagram-Follower kaufen? Und was gibt es noch für Alternativen? Und wie generiert man echte Instagram-Follower? Dann lasst es mich doch wissen in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann bestimmt bald wieder, liebe Rotfüchse, bei einem neuen Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video online kommt. Und bis bald, eure Jenny. Ciao.